Berlinerin, Showstar, sympathisch, bildschön, Franziska Urio. Sie nahm 2007 an der vierten Staffel von DSDS teil. Jurymitglieder bescheinigten ihr die beste Stimme und Ausstrahlung, doch sie kam nur auf den siebten Platz. Es war der 1. April. Ein Scherz, dachten viele. Für sie blieb Franziska Urio die geheime Siegerin. Ihrer Karriere hat es nicht geschadet. Sie steht immer wieder im Rampenlicht. Zurzeit im Berliner Friedrichstadtpalast in der Show Winterträume und gleich in ZIP. Superstars kommen und gehen, Franziska Urio bleibt im Musikgeschäft. Im März diesen Jahres bringt die 28-jährige Berlinerin ihre erste Single heraus, im Sommer folgt das Album. Tagsüber ist sie im Studio, abends auf der Bühne im Friedrichstadtpalast. Seit November schlüpft sie dort in der Show Winterträume in die Rolle der Weißen Königin. Franziska Urio ist die Tochter eines deutsch-tansanischen Architektenpaares. Ihre Liebe zur Musik wird schon früh durch Papa Geoffreys Soul-Leidenschaft geprägt. 1996 gründet sie Silver Shadow, die Band, mit der sie im Background von Seal und anderen Popgrößen singt. 2007 steht sie selbst zum ersten Mal ganz vorne als vielversprechendes Talent bei Deutschland sucht den Superstar. Auch wenn sie nicht auf Platz 1 kommt, ein Sprungbrett für die Karriere ist die Castingshow für die Sängerin und Komponistin Allemal. Hudiambo, Franziska Urio, Tansanisch, hallo, gerade von Ihnen gelernt. Ja, auf Swahili ist es. Swahili, genau. Noch besser. Ja. Schön, dass Sie bei uns sind. Das Erste, was ich Sie fragen möchte, habe ich nicht vergessen. Es ist natürlich der Moment, in dem Sie erfahren haben, dass Sie nur Platz 7 gemacht haben. Nur in Anführungsstrichen. Mhm. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an diesen Moment denken? Also es war kurz vor der Entscheidung, weiß ich noch, dass ich meine Eltern gesehen habe. Die saßen so rechts vorne. Und ich hatte das so im Gefühl. Also ich glaube, es war Intuition, dass es vielleicht zu Ende sein könnte in der Sendung, weil wir ja schon nach vorne gerufen wurden. Und ich stand dann mit der Lauren dann zu zweit und hatte das so im Bauchgefühl. Und dann kam auch die Entscheidung, dass es für mich nicht mehr weitergeht. Da gab es ja viele Ideen, warum es nicht geklappt haben kann. Die einen sagten, wäre nicht bodenständig genug. Die anderen sagten wiederum, zu perfekt. Haben Sie sich Ihre eigenen Gedanken gemacht, woran es gelegen haben kann? Also nachträglich habe ich ja die Zahlen gesehen, es waren irgendwie 0,1% Anrufer weniger als, ich glaube, Martin Stosch oder so. Aber ansonsten, ja, ich hatte zu wenig Anrufer. Ich glaube, das ist die plausibelste Erklärung, okay. Und so war es. Aber ich denke, dass es nicht unbedingt immer zusammenhängen muss, dass man vielleicht jemanden gut findet in der Sendung und dann auch unbedingt gleich zum Hörer greift. Das kenne ich bei mir selber auch, dass man vielleicht oder ein-, zweimal anruft und andere Leute rufen aber für jemanden dann irgendwie 50 Mal an oder so. Was ich aber auch gar nicht schlimm finde, weil die Reaktionen danach waren sehr positiv. Ich habe über 3000 Mails täglich bekommen. Wow. Und dann kriegt man mal so ein richtiges Feedback irgendwie. Und das ist ja auch das, was ich mir eigentlich gewünscht habe von der Sendung, dass ich mal so ein bisschen, sagen wir mal, von den Leuten da draußen auch ein Feedback bekomme, wie sie auf meine Stimme reagieren und auf mich als Künstlerin. Und es war sehr positiv für mich und deswegen habe ich das auch sehr genossen, die Zeit. Ich höre daraus, dass Sie auch selber mitmachen, wenn es darum geht, mal anzurufen und für jemanden zu voten. Habe ich auch schon. Danach, also nach der Sendung, habe ich auch, schon für Leute angerufen. Ja. Was haben Sie Positives aus der Castingshow mit rausgenommen? A, natürlich, dass das Publikum Sie auch gemocht hat. Was noch? Würden Sie, wenn Sie Kinder hätten, Ihren Kindern empfehlen, macht da mit? Also wenn Sie vorher auch Musik schon gemacht haben, warum nicht? Also es war für mich wirklich eine durchweg positive Erfahrung. Die Bühne ist toll, überhaupt das, auch der Nervenkitzel natürlich vom Millionenpublikum dann zu performen. Und das ist aber trotzdem nicht alles. Also wenn ich jetzt zurückblicke, natürlich weiß ich, dass die Leute mich von der Sendung her kennen, aber es sind ungefähr 3 Monate gewesen und ich mache bestimmt 10 Jahre schon Musik. Also es ist trotzdem ein sehr kleiner Teil, der aber irgendwie natürlich so intensiv ist, dass man in der Zeit halt super viel mitnehmen kann, super viel auch lernen kann. Und natürlich war es so der erste Kontakt auch irgendwie mit den Medien und überhaupt mit so viel Publikum. Und das, wobei Sie ja eigentlich viel Publikum gewohnt sind, denn ja. Ihr Vater, das haben wir gerade auch hören können, der hat allein 9 Geschwister. Das heißt also ganz viele Cousinen und Cousins, ja. Die sind
sind auch schon oft in Tansania gewesen. Wie ist das, so eine große Familie zu haben, wo dann, okay, wenn ich jetzt mal so hochrechne, Cousinen und Cousins noch dazu, manchmal ja vielleicht 25, 30 Leute am Tisch sitzen? Bestimmt schon mehr, ja. es ist schön, wobei ich natürlich meine Familie in Afrika auch sehr vermisse. Also vor 2 Jahren war meine Cousine auch hier über Weihnachten, das war auch sehr schön. Dann hat sie mir nochmal so die ganzen Gerichte irgendwie gezeigt, wie man so afrikanische Sachen kocht, die ich halt vergessen habe in der Zeit, wo ich da war. Haben wir auch natürlich mit meiner Mama viel gelernt, so, aber es war schön und ich will auch unbedingt bald mal wieder nach Tansania reisen. Wer einmal Afrika kennengelernt hat, will wahrscheinlich immer wieder und immer häufiger und länger hin. Ja. Wir bleiben aber noch einen Moment in Deutschland, in Berlin. Winterträume heißt die Revue im Friedrichstadtpalast, in der Sie auftreten. Und da kann man viel drüber sprechen. Schöner ist es, sich das Ganze anzuschauen. Als Königin in Winterträume hat sie Zauberkräfte. Franziska Urio entführt das Publikum in die Karibik, nach St. Petersburg oder zum Broadway in New York. Nichts wie weg heißt das Motto. Mit Musical-Klassikern, Pop- und Rap-Songs wird die Flucht aus dem winterlichen Berlin zu einer kurzweiligen Show. Cool. Eines meiner Lieblingslieder, wenn es um Weihnachten geht, ja. Und das Winter Wonderland, das haben wir ja tatsächlich zurzeit in Berlin. Wie gehen Sie mit dem Schnee um? Ist es für Sie eher Chaos oder ist es wirklich ein Winterwunderland? Es ist ein Winterwunderland. Also ich denke, wir dürfen uns immer freuen, wenn es schneit in Berlin. Und solange es da nicht matschig wird, ist alles super. Sie sind Solistin am Friedrichstadtpalast in Winterträume und mussten natürlich auch Ensemblearbeit leisten. Was fasziniert Sie heute an der Zusammenarbeit mit so vielen anderen Künstlern? Das ist einfach toll, in so einem Team zu arbeiten. Es sind ja über 100 Künstler mit auf der Bühne, Tänzer, Akrobaten, wir haben das Orchester und natürlich wir Solisten sind auch noch mit dabei. Und es ist eine schöne Arbeit, weil die Show halt auch sehr vielfältig ist. Ich glaube, es ist auch fürs Publikum spannend. Es ist wirklich von jung bis alt, irgendwie für jeden ist was dabei. Und auch musikalisch ist es eine schöne Mischung zwischen klassisch angehauchten Songs bis über Pop und wir haben auch noch so einen Karibik-Part, wo wir dann nochmal sozusagen auch in so lateinische Rhythmen entführen. Da schneit's nicht, aber wir hatten zur Weihnachts-Edition dann auch mal so ein paar Schneemänner da versteckt. Und insgesamt allein 35 Vorstellungen im Dezember, also ein großes Pensum. Da kommt Ihnen, glaube ich, auch so ein bisschen Ihr Lieblingshobby, nämlich Fitness im Studio zugute. Was ist denn so Ihre Lieblingsübung im Fitnessstudio? Im Fitnessstudio. Also ich mag Leg Extension, das ist so, wenn man in so einem Gerät trainiert, hier die Oberschenkel. Aha. Bankdrücken aber auch gerne. Aber ich glaube, es muss auch nicht unbedingt immer ein Gerät sein. Ich glaube, man kann wirklich so mit seinem eigenen Körper auch schon viel machen. Liegestütze, Klimmzüge, Sit-Ups und so, da kann man sich auch schon gut fit halten. Leg Extensions, es geht auch ganz schön auf die Oberschenkel. Auf jeden Fall. Ich weiß, Sie sprechen nicht gerne über ungelegte Eier, trotzdem. Sie sind dabei, ein Album auf den Markt zu bringen. Sie komponieren selbst. Tun Sie mir einen Gefallen. Der Heimatsender, der RBB. Ja. Sagen Sie uns, was da auf uns zukommt. So Stilrichtung, was nehmen Sie auf? Also ich würde Oberbegriff sagen, es ist Popmusik. Ich lasse mich sehr beeinflussen, aber natürlich auch von Musik von früher, irgendwie so die Disco-Zeit. Ich bin zum Beispiel sehr großer Donna Summer-Fan. Also so die ersten Sachen. Cool. Die ersten Sachen werden auf jeden Fall tanzbar. Es gibt aber auch Balladen auf dem Album und ja, so von Dance, Disco, Pop, Dinner über R&B. With Gershwin. Ja. Ja, es wird nur eine gute Mischung und wie gesagt, selbst komponierte Songs. Wann wird es fertig sein ungefähr? Hat man eine Ahnung, wann wir es kaufen können? Ich schätze mal im Sommer, aber es wird natürlich vorher im Frühjahr dann die erste Single veröffentlicht und da freue ich mich schon tierisch drauf. Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Wir freuen uns natürlich noch ganz viel von Ihnen zu hören. Haben jetzt auch noch ein sehr, sehr schönes Bonbon für unsere lieben Zuschauer. Und zwar haben Sie mitgebracht 3x2 Freikarten für den Friedrichstadtpalast, für die Revue Winterträume. Und zwar anzuschauen am 31. Januar, das ist ein Sonntag. Bitte schreiben Sie uns unter dem Kennwort natürlich Winterträume, Marlene Dietrich Allee 20 in 14 4 8.
282 Potsdam. Und die Show ist jetzt verlängert, weil sie so gut ging, bis zum 7. Februar. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Kommen Sie gut nach Hause, rutschen Sie nicht aus. Ich tue mein Bestes. Ich gebe jetzt nochmal raus zu Madeleine, die bibbert dort schon wieder für ZIP. Alles klar, tschüss.